Also bei mir ist es 20 Uhr. Ich würde dann dementsprechend anfangen, wenn ja die letzten Fachgespräche noch abgeschlossen werden. Ja, dann möchte ich Sie, möchte ich euch auch meinerseits begrüßen. Jochen Tietmar, wusste im ersten Moment gar nichts mit dem Titel anzufangen. Das ist im Prinzip ja schon die halbe Miete, wenn man so ein kleines Mysterium schafft. Um was geht's? Im Prinzip, der Untertitel macht es schon ein bisschen klarer, um was wir uns, mit was wir uns beschäftigen wollen, nämlich mit Leserbriefen aus der sächsischen NS-Tageszeitung Der Freiheitskampf. Seit einigen Jahren arbeiten wir hier am Haid in einer Datenbank, in die Artikel aufgenommen werden, die einen Bezug zu Sachsen haben. Dadurch soll die schlechte Quellenlage zum Nationalsozialismus in Sachsen etwas ausgeglichen werden. Der weitgehend vollständige Bestand des Freiheitskampfes, der vom 1. August 1930 bis zum 8. Mai 1945, also bis zum bitteren Ende, erschien, umfasst über 67.000 Seiten und ist im Besitz der SLUB. Wir gehen die Ausgaben durch und übernehmen entsprechende Artikel in die Datenbank mit den entsprechenden Metadaten, einer thematischen Einordnung, den handelnden Personen und den entsprechenden Orten. Die Datenbank steht online auf unserer Homepage zur Verfügung und umfasst derzeit die Jahrgänge 1930 bis 37. Die Freischaltung von 1938 soll noch dieses Jahr erfolgen. Und als erstes habe ich im Prinzip das gemacht, was jeder von Ihnen, jeder von euch auch tun kann, nämlich auf unsere Internetseite gehen, den Freiheitskampf auswählen bzw. die Datenbank auswählen. Und ich habe jetzt in dem Sinne ganz einfach ein Stichwort eingegeben. Das naheliegende Stichwort Leserbrief. Und natürlich wird das jetzt hier nicht alles angezeigt, aber man sieht, aha, 50 Artikel hat mir die Datenbank ausgegeben, die sich also mit Leserbriefen beschäftigen. Wenn ich jetzt natürlich da eine viel größere Menge noch hätte, man kann es ja schon erahnen, ich kann es zeitlich einordnen, ich kann es nach Orten, nach Regionen filtern, ich kann es noch nach einem Thema filtern und so weiter. Ja, ich kann natürlich je nach Fragestellung auch wesentlich spezifischer rangehen und das dann hier über diese Reiter direkt nach Personen suchen, nach Themen suchen, wie auch immer. Also das ist das, was jeder machen kann, was ich in dem Fall auch als erstes getan habe. Bevor ich jetzt aber mit den eigentlichen Ergebnissen bzw. mit den Leserbriefen auseinandersetzen möchte aus dem Freiheitskampf, möchte ich Ihnen so ein bisschen was dazu erklären, warum Leserbriefe für Historikerinnen und Historiker überhaupt interessant sein könnten. Sie können für uns interessant sein, weil sie eine Quelle für die Alltagsgeschichte einer gewissen Zeit darstellen. Denn entweder Leserinnen und Leser reagierten auf einen Inhalt, der in der Zeitung thematisiert wurde, oder sie forderten eine Auseinandersetzung mit einem Thema durch die Zeitung. Sie zeigen neben solchen Interessenlagen aber vor allen Dingen auch Probleme, die bestimmte Gruppen in der Gesellschaft betrafen, wobei diese von Banalitäten bis zu existenziellen Fragen reichen können. Natürlich haben Leserbriefe stets nur einen begrenzten Raum in der Zeitung ausmachen können. Ein großer Teil hat sozusagen nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Erst in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten konnten die Reaktionen von Leserinnen und Lesern viel breiter in Erscheinung treten, nämlich durch die beinahe durchgehende Kommentarfunktion auf den Internetseiten verschiedenster Medien. Im Gegensatz zu heute konnten physische Leserbriefe in der Vergangenheit viel stärker durch die Redaktionen gefiltert werden, allein schon des begrenzten Platzes wegen. Ich möchte mich heute lediglich mit den veröffentlichten Leserbriefen aus der sächsischen NS-Tageszeitung Der Freiheitskampf beschäftigen. Leserbriefe gehörten fast seit Beginn der Zeitung zum Inhalt dazu. Allerdings wurden die Briefe aus der Leserschaft erst ab 1934 unter einer eigenen Rubrik geführt, die dann ab 1935 ganzseitig in der Sonntagsausgabe des Freiheitskampf enthalten war.
Nach Kriegsbeginn fiel die Kategorie der eingeschränkten Verfügbarkeit von Papier zum Opfer. Also die Leserbriefe dienen in erster Linie als Quelle für die 30er Jahre. Nur noch sehr, sehr eingeschränkt dann für die Kriegszeit. Natürlich war der Freiheitskampf nie an einer offenen Diskussion über politische oder gesellschaftliche Probleme interessiert, sondern die Briefe sollten im Wesentlichen die nationalsozialistische Programmatik unterstützen. Nichtsdestotrotz kommt es hin und wieder vor, dass es quasi über mehrere Ausgaben ein Hin und Wieder und ein Hin und Her der Leserbriefe gibt. Und das ist sozusagen das Extrembeispiel, nämlich das Reizthema Rauchen in der Straßenbahn. Das ist wirklich, das hat uns bei der Bearbeitung des 36er Jahrgangs wirklich monatelang beschäftigt, beziehungsweise die Leserinnen und Leser monatelang beschäftigt. Und es wurden nun immer wieder Argumente ausgetauscht für das Rauchen in der Straßenbahn, dagegen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat es dann im Freiheitskampf offensichtlich auch gereicht. Und das wurde dann abschließend mit diesem Statement hier, ich will das jetzt an der Stelle gar nicht so entscheidend, nicht vorlesen, aber wurde nun gesagt, also die Dresdner Straßenbahn AG hat das jetzt geklärt, hat das nochmal eine Umfrage gemacht, ein Großteil sind Nichtraucher oder Leute, die sich daran stören, also natürlich wird im Innenraum nicht geraucht, sondern maximal im Außenbereich der Straßenbahn. Also damals hatten Straßenbahnen noch Außenbereiche. Ist heute etwas schwierig. Also solche Diskussionen gab es schon. Aber das ist natürlich jetzt kein Bereich, der die Machtsphäre der NSDAP irgendwie gestriffen hätte. Und nur deswegen ist natürlich so eine Diskussion hier möglich gewesen. Die Leserinnen und Leser konnten in diesen Briefen allerdings auch kleine Problemchen und Wissenslücken adressieren, bei denen der Freiheitskampf Auskunft bot. Wenn man sich nun aus geschichtswissenschaftlicher Sicht den Leserbriefen nähert, müssen gewisse Fallstricke beachtet werden. Wie ich es bereits angedeutet habe, sind die Einsendungen durch die Redaktion natürlich stark gefiltert worden. Daher ist davon auszugehen, dass nur Briefe zur Veröffentlichung gelangten, die nicht offensiv gegen das propagierte Bild des Nationalsozialismus und der Volksgemeinschaft verstießen. Diese Selbstverständlichkeit bedeutet jedoch nicht, dass die veröffentlichten Briefe für mündige Leserinnen und Leser nicht Teile enthalten konnten, die mit den restlichen redaktionellen Rubriken der Zeitung nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen waren. Diese Fälle sind aus historischer Sicht natürlich von größerem Interesse als Fragen nach Kochrezepten und die Klärung von Streitfragen in Skatrunden, die in dieser Rubrik ebenfalls regelmäßig vorkamen. Ein weiteres Problem ist die Authentizität der veröffentlichten Briefe. Im Falle des Freiheitskampfes ist es nicht final zu klären, ob alle Briefe tatsächlich auf unaufgeforderte Einsendungen zurückzuführen sind. Zwar erscheinen auch vermeintliche Leserbriefe, die in Inhalt und Duktus so exakt mit der offiziellen Propagandalinie übereinstimmte, dass eine gewisse Einflussnahme von NS-Organisationen oder der Zeitung selbst nahe liegt. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass solche manipulierten Leserbriefe massenhaft eingesetzt wurden. Die Auswahl der eingesandten Briefe war sicherlich wöchentlich groß genug, um eine knappe Seite mit wohlgefälligen oder banalen Briefen zu füllen. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem mal ein Beispiel mitgebracht, das aus meiner Sicht eindeutig ein gefälschter Leserbrief ist. Also im Prinzip wird hier die schöne Geschichte erzählt, also der treue Kurt, 10 Jahre, schreibt an den Freiheitskampf und beschreibt nun, wie die ganze Familie die Zeitung quasi verschlingt. Jeder seinen eigenen Teil, also Kurt interessiert sich selbst für den Sportteil vor allen Dingen, guckt, ob irgendein Karl-May-Film kommt und so weiter und so fort. Ein bisschen skurriler wird das, was seine Schwester angeblich aus dem Freiheitskampf rauszieht, nämlich ob irgendjemand sich verlobt hat und sie weint auch, wenn eine liebe Nachbarin gestorben ist. Also mal würde ich mir irgendwie Gedanken machen, wenn ein junges Mädchen ausgiebig nur die Familienanzeigen durchgeht und nichts anderes. So, was macht Mutter aus der Zeitung?
Sie liest natürlich, was für Unfälle wieder passiert sind beim Baden gehen oder ob jemand Wasser auf Stachelbeeren getrunken hat und so weiter und so fort. Großmutter liest nun den Roman der Zeitung. Alles wunderbar und guckt auch irgendwie nach Kaffeefahrten. Ganz besonders interessant finde ich aber nun, was Vater abends macht. Vater nimmt sich dann aber mal abends den Freiheitskampf, den er früh schon flüchtig gelesen hat, noch einmal vor, und zwar so gründlich, dass er keine Zeit hat, nach meinen Schularbeiten zu fragen. Also hier, der Vater vernachlässigt komplett seine rudimentären Pflichten, wenigstens noch nach den Hausaufgaben oder nach dem Stand der Hausaufgaben zu fragen, sondern liest lieber den Freiheitskampf. Also das ist natürlich alles hochgradiger Quatsch, was hier steht. Ja? Also nicht unbedingt, dass natürlich Familienmitglieder unterschiedliche Interessen haben und unterschiedlich die Zeitung lesen. Das ist natürlich realistisch, aber das ist ja hier einfach nur eine Darstellung, was kommt in unserer Zeitung alles vor, was ist vielleicht für wen von besonderem Interesse. Aber ich glaube, der treue Kurt ist eher Kurt Hoffmeister gewesen, der Chefredakteur des Freiheitskampfes. Im konkreten Fall des Freiheitskampfes gibt es darüber hinaus das Problem, dass als Quellenlage fast ausschließlich die Zeitung selbst dient. Das heißt, wir haben keine Originalbriefe, anhand derer man beispielsweise überprüfen könnte, ob die Briefe 1:1 übernommen worden sind oder doch verändert wurden. Wir können auch nicht genau einschätzen, welchen genauen Umfang die Einsendungen an den Freiheitskampf hatten. Nur mal so eine Referenz, der Stürmer, die Zeitung von, die Wochenzeitung von Julius Streicher, hatte in Hochzeiten über 10.000 Einsendungen pro Woche. Also man kann sicherlich damit rechnen, dass auch der Freiheitskampf zumindest aus mehreren hundert Briefen jede Woche auswählen konnte. Und schließlich können wir auch nicht systematisch analysieren, inwiefern Leserbriefe mit denunziatorischem Inhalt an Strafverfolgungsbehörden oder Parteidienststellen weitergeleitet wurden. Das war zum Beispiel eine wesentliche Arbeitsweise des Schwarzen Korps, also der Formationszeitschrift der SS. Diese weiterführenden Fragestellungen können wir für den Freiheitskampf leider nicht beantworten. Deshalb beschränke ich mich auch heute auf das Propagandabild, das durch Leserbriefe unterstützt werden sollte, wo diese Strategie aufging, wo sie scheiterte bzw. konterkariert wurde. Um dies zu tun, habe ich drei grobe Inhaltskategorien erstellt, anhand derer ich Ihnen die interessanten Inhalte der Leserbriefrubrik näherbringen möchte. Zunächst möchte ich mit antisemitischen Leserbriefen anfangen. Allgemein gehörten antisemitische Inhalte selbstverständlich zur redaktionellen Arbeit des Freiheitskampfes. Aber es war nicht durchgehend das dominante Thema der Zeitung, wie eben im besagten Stürmer. Die Häufigkeit antisemitischer Artikel variierte je nach Zeitpunkt. Auch in den Briefen von Leserinnen und Lesern nimmt das Thema keine dominante Stellung ein. Aber die Judenfrage wird dennoch regelmäßig angesprochen. Als erstes Beispiel sozusagen gleich zwei untereinander, die in einer Ausgabe vorkamen, die illustrieren, dass die antijüdischen Maßnahmen natürlich auch zu Verunsicherungen führten. Und zwar einerseits auch bei denen, die sich also jetzt wohl gefällig daran halten wollten. Und zwar, also man sieht immer, also hier ist sozusagen wird eine Abkürzung, also ein Name abgekürzt rausgegriffen, aus Riesa und viele andere Nachfragen, ja, ob nun dieses oder jenes Geschäft jüdisch sei. Und der Freiheitskampf antwortet, Ihre Frage ist leider nicht zu beantworten, da die Zusammenhänge nicht zu übersehen sind. Also die Parole, kauft nicht beim Juden, war leicht ausgesprochen, aber schlecht umgesetzt, beziehungsweise nicht leicht umzusetzen, weil natürlich im Einzelfall gar nicht klar war, wie die Besitzverhältnisse sind, oder der Freiheitskampf schreibt noch natürlich, ob im Hintergrund irgendwo jüdischer Einfluss bestehen würde. Im nächsten Moment wird es dann schon ein bisschen
oder kommt das noch aus einer anderen Perspektive? Also hier sagt jetzt nun ein Vater, also hat einen Sohn adoptiert, uneheliche Abstammung, das heißt, der Vater ist sozusagen nicht gerichtsfest bestimmt worden. Und nun fragt er, wie nun hier an dieser Stelle ein Arier-Nachweis zu erbringen sei. Auch das wurde hier zwar eher erstmal pragmatisch gelöst, aber auch hier kommt noch eine gewisse Unsicherheit durch. Aber es ist wohl auch nicht nötig, weil ja bei unehelichen Kindern der Nachweis der arischen Abstammung des Vaters in der Regel nachgelassen wird und nur der Mutter zu erbringen ist. Also könnte man sagen, okay, ist man hier pragmatisch, wenn der Vater eben nicht mehr feststellbar ist, nimmt man nur die Mutter und da muss nur die Mutter quasi die arische Abstammung nachweisen. Klingt erstmal nach einer pragmatischen Herangehensweise. In der Realität wird sowas natürlich aber schnell schwierig, denn schon allein das Gerücht, dass der Vater ja vielleicht doch irgendwo jüdische Wurzeln haben konnte, konnte ja dann schon wieder zu Problemen führen. Und das also sozusagen die Ausnahme der Regel ist. Ja, und dann den Arier-Nachweis zu erbringen, von dem viele soziale Leistungen abhingen, war also gar nicht so leicht. Nächstes Beispiel. Da gehe ich jetzt sozusagen mal kurz aus dem Antisemitismus an sich raus. Aber es zeigt sich auch hier, wie bestimmte ideologisch motivierte Maßnahmen zu Verunsicherungen führen könnten. Also hier fragt ein Leser aus Dresden, meine Mutter ist in einer Irrenanstalt verstorben, die Ärzte sehen die Krankheit als vererbbar an. Ich will heiraten, was habe ich zu unternehmen? Und der Freiheitskampf antwortet an dieser Stelle, Sie werden sich zunächst einmal auf Ehetauglichkeit untersuchen lassen müssen. Ja, wenden Sie sich an bla bla bla. Bringen Sie gleich alle Unterlagen über Ihre Person und den Krankheitsfall Ihrer Mutter mit. Vom Ausfall der ärztlichen Untersuchung hängt es ab, ob man Ihnen das Ehetauglichkeitszeugnis ausstellen kann. Also hier die Mutter also in einer Heil- und Pflegeanstalt gestorben. Der Sohn will heiraten, kann das aber nicht so einfach. Das heißt, selbst wenn hier also die Vererblichkeit oder die vermeintliche Vererblichkeit festgestellt wurde, konnte er dennoch heiraten. Allerdings nicht jeden, den er wollte, sondern das ging dann in dem Fall nur noch, wenn seine Frau, seine Braut auch als erblich belastet galt. Dann hätte er dennoch heiraten dürfen, er hätte allerdings kein Ehestandsdarlehen gekriegt. Das blieb natürlich nur den Erbgesunden vorbehalten. Aber sozusagen der wahrscheinliche Fall bei diesem Beispiel, also dass die Frau, die Braut, zukünftige Braut, erbgesund ist, hätte also hier bedeutet, dass die beiden nicht heiraten dürfen. Das nächste Beispiel. Auch ganz interessant, denn der Verfasser dieses Briefes will seine Zeilen eigentlich als Belehrung der Bevölkerung verstanden wissen. Es ist aber nicht nur einfach eine Belehrung, sondern auch eine klare Einschüchterung derjenigen Personen, die weiterhin in jüdischen Geschäften einkaufen gingen. Denn darum ging es jetzt hier letztendlich. Wieder der markierte Bereich. Ich lese Ihnen das kurz vor. Ich wurde vor ein paar Tagen zur Kreisleitung der NSDAP bestellt und wusste nicht, warum. Parteigenossen im Haus und in meiner Dienststelle kennen meine gute Einstellung zur Bewegung. Mir kam aber dann zum Bewusstsein, dass ich auf Zureden meiner Frau, denn jeder anständige Deutsche schickt natürlich sozusagen, schiebt die Verantwortung auf seine Frau, wenn er beim Juden einkaufen war. Also, dass ich auf Zureden meiner Frau mit dieser entgegen meiner Einstellung ein jüdisches Kaufhaus betreten habe. Sie meinte, es kauften doch so viele dort, es wäre noch niemand etwas passiert und es sähe im Gewühle niemand. Sollte etwa die Partei doch? Ja, also hier sehen Sie ja schon, offensichtlich hat es die Partei gesehen, zumindest wird es so suggeriert. Und nun traf er da in der Kreisleitung auf eine ganze Anzahl bestellter Personen, die also mutmaßlich auch alle in einem jüdischen Kaufhaus
einkaufen gewesen sind. Und nun kam er an der Reihe und es wurde ihm klar, ja, also er wurde quasi erwischt. Und nun drohte aber nicht Strafe oder ähnliches, sondern er erzählt, der Kreisleiter nahm ihn quasi zur Seite, erläuterte ihn nochmal in aller Ausführlichkeit die Judenfrage und wie schädlich sein Verhalten quasi gewesen ist. Und damit hatte es sich auf sich. Beziehungsweise, er erwähnte noch, dass er widerspricht sich, hier unten steht, er ist Angestellter eines öffentlichen Betriebes, hier steht er, er ist Beamter, also entweder oder. Aber okay, lassen wir mal so dahingestellt. Es wird klar, also hier, er hätte sogar entlassen werden können aufgrund dieses Faktes, dass er in einem jüdischen Kaufhaus eingekauft hat. Und das ist natürlich, das soll nicht einfach nur belehrend sein, es soll disziplinierend sein. Ja, kauft nicht in jüdischen Geschäften, sonst droht euch im schlimmsten Fall die Entlassung. Aber wie gesagt, der Kreisleiter nach dieser Erzählung hier war ein anständiger Mann und hat ihn natürlich nur belehrt und er hat Besserung gelobt und natürlich auch gelobt, seine Frau jetzt sozusagen unter Kontrolle zu halten. Eine weitere Möglichkeit, Briefe aus dem Leserkreis einzusetzen, waren aber auch Kampagnen. Und das ist das nächste Beispiel. Während im Sommer 1935 in kleineren sächsischen Orten längst Badeverbote für jüdische Bürger existierten und auch Leipzig ein solches Verbot gerade verhängte, war in Dresden noch nichts dergleichen passiert. Und dementsprechend erschienen nun im Juli 1935 diese beiden Leserbriefe, in denen nun beschrieben wurde, dass es doch im Prinzip eine Zumutung wäre, also für die deutschen Volksgenossen, dass auch weiterhin Juden Zutritt zu den Dresdner Bädern haben. Schon am nächsten Tag konnte der Freiheitskampf allerdings berichten, dass Juden durchaus unerwünscht sind. Also man kramte die Überschrift des Vortages nochmal raus und man berichtete nun, dass hier die erste Privatbadeanstalt also Juden den Zutritt verwehrt hatte. Und nochmal zwei Tage später konnte er dann, der Freiheitskampf, stolz berichten, die städtischen Bäder endlich judenfrei. Eine alte Forderung des Freiheitskampfes ging in Erfüllung. Im Freiheitskampf kamen also nun die vermeintlichen Stimmen aus dem Volk zum Ausdruck durch diese Leserbriefe und quasi im nächsten Schritt konnte man schon die Erfolge vermelden. Dass das natürlich nicht direkt miteinander zusammenhängt, ist eine andere Sache, aber es wird zumindest suggeriert, als ob hier der Freiheitskampf und vielleicht auch diese Leserbriefe einen gewissen Einfluss auf die Badverwaltung gehabt haben. Kommen wir nun zur zweiten interessanten Kategorie von Leserbriefen, nämlich diejenigen, die direkt oder indirekt Risse im Propagandabild erkennen lassen. Zumindest auch schon damals für mündige Leserinnen und Leser. An dieser Stelle stehen sich zwei Leserbriefe gegenüber, die dasselbe Thema behandeln, zeitlich nur wenige Monate auseinanderlagen und auf den ersten Blick auch dieselbe Stoßrichtung haben. Der erste Brief beschwert sich über Vermieter, die ungern kinderreiche Familien aufnehmen würden. Und der zweite Leser beschwert sich über den Bau von Kleinwohnungen, die nun für Kinderreiche ungeeignet seien. Letzterer Brief ist dahingehend bemerkenswert, dass damit die breit propagierte öffentliche Baupolitik in ideologischer Hinsicht vollkommen verfehlt war. Zwischen 1933 und 1937 sind in unserer Datenbank allein über 300 Artikel zum Thema Wohnungsbau enthalten, wo stets die nationalsozialistische Tatkraft in der Schaffung neuen Wohnraums auch gerade für die erbgesunde nationalsozialistische Vollfamilie, sprich vier Kinder aufwärts, betont wurde. Daher ist es schon erstaunlich, dass eine solche Entzauberung, wie das hier stattfindet, der offiziellen Propaganda durch einen Leserbrief geschehen konnte. Ja,
Also die offizielle Stoßrichtung ist eigentlich klar. Warum wird dieser Leserbrief ausgewählt? Ja, man macht ein altes Thema eigentlich auf. Wir müssen mehr für die kinderreichen Familien machen. Aber indirekt wird eben gesehen, dass diese ganzen Jahre, ja, also wir sind schon 37, Ende 37, des nationalsozialistischen Wohnungsbaus eigentlich verfehlt gewesen ist. Weil hier nur Kleinwohnungen geschaffen wurden und nicht eben entsprechende Siedlungsflächen für größere Familien. Der nächste Fall behandelt das Thema Betteln. Während Bettler und Landstreicher etc. seit 1933 verstärkt durch den NS-Machtapparat verfolgt wurden, hatten manche Volksgenossen weiterhin Mitleid mit den in der Öffentlichkeit aufentretenden Bettlern. Der Inhalt des Leserbriefs appellierte an die Bevölkerung, bettelnden Personen kein Geld mehr zu geben, sondern lieber an die NSV zu spenden, die alle wahrhaft Bedürftigen versorgen würde. Ja, also in dem Fall hat sich eigentlich ein Polizist mit dem NSKK, also mit dem nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps zusammengetan, hat einen der Männer verkleidet und nun durch einen Wohnblock geschickt. Und er ist nun in diesem Fall als Bettler aufgetreten und wollte eben gucken, an welcher Tür bekommt er was, wie viele reagieren und wie viele reagieren sozusagen nicht. Ja, und immerhin, der Verdienst betrug 75 Pfennige, als er nun diesen Wohnblock abgeklappert hat. Also gar kein schlechter Verdienst sozusagen, das wird zumindest hier suggeriert. Warum ist das nun, oder warum kann man hier eventuell einen Riss sozusagen in der im Propagandabild erkennen lassen? Naja, nun vielleicht nicht direkt hier, aber in der Mitte, hier wird schon die NSV erwähnt, ja, also man soll doch bitte nicht an die Bettler, die sozusagen ähnlich bedürftig wären, spenden, sondern man solle doch viel lieber das der NSV geben. Und wenn man sich das jetzt, wenn man sozusagen diesen Artikel mit einem Artikel dann sozusagen aus dem Ende desselben Jahres vergleicht, dann kann man sehen, wie sieht es eigentlich mit der staatlich organisierten Bettelei aus. Und das ist nämlich genau das, was letztendlich das sogenannte Winterhilfswerk, also das WHW, gewesen ist. Das Winterhilfswerk wurde durch die NSV organisiert und im Prinzip war das ein permanentes Auftreten von Personen, die in der Öffentlichkeit gesammelt haben, die Anstecker verkauft haben. Es gab ab einem gewissen Zeitpunkt so, dass Arbeitern quasi ein Teil vom Lohn direkt einbehalten wurde und an das WHW gespendet wurde. Es gab zig Aktionen, Eintopfsonntage, also man sollte nicht das Sonntagsessen genießen, sondern man sollte lieber einen Eintopf genießen und das Geld sozusagen, was man übrig hat, an die NSV spenden und. Also wirklich eine eigentlich penetrante Belästigung, die ein halbes Jahr lang jeder Volksgenosse sozusagen über sich ergehen zu lassen. Wer dieser ganzen Sache aus dem Weg gehen wollte, der ist auch durchaus angeprangert worden, wie wir es hier eben an diesem Leserbrief erkennen können. Also hier Sammelaktionen in der Antonmarkthalle und hier leider mussten wir aber nun die Feststellung machen, dass einige von denen, die besten Stände haben und deren Geschäft nicht nur gut, sondern sehr gut geht, die Hilfsaktionen für arme Volksgenossen nicht unterstützen. Verschiedene sind durch persönliche Vorstellungen und Belehrungen bekehrt worden. Also hier auch dieses Bequatschen sozusagen, bis man gibt und geben jetzt, nachdem ihnen der Zweck und die Verwendung der Sammlung dargelegt wurden, freudigen Herzens. Aber gerade ein Fall, der sich kürzlich ereignete, verdient jedenfalls als abschreckendes Beispiel, nicht nur festgehalten, sondern angeprangert zu werden. Und jetzt den Rest habe ich Ihnen weggeschnitten, ist jetzt nicht ganz so interessant. Also es geht jetzt einfach um eine Würstchenverkäuferin, die sie da sozusagen immer so wehrt und dann sogar droht, die Sammler da aus der Halle entfernen zu lassen, wenn sie weiter so aufdringlich wären und so weiter und so fort. Also hier dieses ganz interessante Verhältnis von sozusagen
unterdrückter Bettelei und quasi staatlich organisierter Bettelei. Ein wichtiges Thema im Jahr 1938 war die sogenannte Sudetenkrise, die letztlich durch die friedliche Übernahme der sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowakei nach dem Münchner Abkommen endete. Allerdings wird mit keinem Wort in der Berichterstattung des Freiheitskampfes eine Kriegsangst in gewissen Teilen der Bevölkerung thematisiert. In diesem Leserbrief allerdings schon, der die Folgen der politischen Krise für den erzgebirgischen Tourismus darstellte. Also natürlich hier auch in lästernder Art und Weise. Ja, wir sehen es schon an der Überschrift Herrn Hasenherz ins Merkbuch. Ja, also er beschreibt nun, dass offensichtlich dass der Tourismus im Sommer 1938 leidet im Erzgebirge. Und das liegt nicht am schlechten Wetter, wie er schreibt, sondern eben es liegt an anderem Grund, nämlich daran, dass also manche Personen einfach zu viel Angst haben, sozusagen das unmittelbare Grenzgebiet zur Tschechoslowakei zu bereisen in dieser angespannten Situation. Das macht natürlich für uns heute durchaus Sinn, dass man vielleicht nicht noch in ein Gebiet reist, was sozusagen ein möglicherweise Aufmarschgebiet ist. Auch wenn das in der Zeitung natürlich anders berichtet wurde. Aber hier zum Schluss kommt dann natürlich, also die Angst ist vollkommen unbegründet natürlich. Dabei ist doch die politische Lage nie so sicher gewesen als gerade jetzt, da sich das ganze deutsche Volk eins weiß in der Ablehnung jener Unterdrückermethoden in der Tschechoslowakei. Also hier eigentlich wird also wieder diese vermeintliche Einheit der Volksgemeinschaft beschworen und nur ein wenig mehr Mut und Vertrauen, Herr Hasenherz. Deutschland lebt im Dritten Reich Adolf Hitlers und du kannst getrost und sicher deine alten Waldwege entlang der Grenze auf dem Erzgebirgskamm wandern, denn hinter dir steht geschlossen und mächtig dein Volk. Ja, also das wäre alles vollkommen unberechtigt gewesen. Aber es lässt uns erkennen, es gab also in Teilen der Bevölkerung durchaus Kriegsangst im Sommer 1938. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Skurrilitäten aus den veröffentlichten Leserbriefen zeigen. Diese bringen uns aus heutiger Sicht vielleicht zum Schmunzeln, was jedoch nicht bedeutet, dass sie frei von Erkenntnis für Historikerinnen und Historiker sein können. Im August 1935 beschäftigte die Frage, ob man beim Hitlergruß den Hut ziehen sollte, folgenden Leser. Und dieser führte mehrere Beispiele von Bekannten an, die ihn auf verschiedene Arten nun auf der Straße grüßen würden. Doch während man noch dabei ist, sich vorzustellen, wie jemand in einer mehr oder weniger geschmeidigen Bewegung gleichzeitig den rechten Arm zum Hitlergruß hebt und der linken Hand den Hut zieht, wird man von der Antwort der Redaktion schnell wieder in die ernste Realität geholt. Denn die Schriftleitung teilte noch mit, wen man als Deutscher überhaupt nicht zu grüßen hätte. Und das kommt hier im letzten Teil nochmal. Ja? Nur in einem Falle grüßt ein Deutscher nicht mit Heil Hitler, und zwar bei einer Begegnung mit einem Juden. Da grüßt er gar nicht. Ja? Also hier an sich skurrile Situation. Nach 2 Jahren wissen also offensichtlich immer noch viele nicht, wie man quasi ordentlich den Hitlergruß in gewünschter Weise ausführt. Ist natürlich erstmal irgendwie skurril aus heutiger Sicht, aber wir werden dann eben auch schnell wieder auf den ernsten Boden des Nationalsozialismus zurückgerissen, indem wir sehen, also die als Juden ausgeschlossenen aus der Gesellschaft hätte man überhaupt nicht mehr zu grüßen. Interessant wird es dann auch, wenn es um Symbole des Nationalsozialismus geht und wie diese verwendet werden. Und hier haben wir auch wieder mehrere Beispiele, wo ein gedankenloser Umgang der Volksgenossen, die Leserinnen und Leser des Freiheitskampfes beschäftigten. Also wir sehen hier die Frau schreibt, da sah man in Klotsche aus einer Villa eine Hakenkreuzfahne zum Küchenfenster heraushängen.
Daneben am Sonntag auf dem Fenster sind es Seife, Scheuerbürsten, Scheuerlappen und so weiter. Also das wäre doch nicht die sozusagen optimale Nachbarschaft für die Hakenkreuzfahne, dass man da sein Reinigungsmittel daneben packt. Die Schriftleitung vom Freiheitskampf ergänzt gleich noch durch ein anderes Beispiel. Und zwar, ja, wir sind ja hier quasi mittendrin. Zum Beispiel konnte man im Münchner Viertel sehen, dass an einem, also in Dresden, dass an einem Fahnenmast, an dem eine große Hakenkreuzfahne wehte, ein Vermietungsschild angebracht war. Das ist natürlich ein schöner Gedanke, ja. Oben weht die Hakenkreuzfahne, unten steht zu vermieten dran. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Offensichtlich hat es die Leser weiter beschäftigt und weitere Missetaten wurden sozusagen von der Kleinbürgerlichkeit beobachtet. Und das finde ich dann auch sehr schön hier. Also teile ich Ihnen mit, dass es auch in Dresden noch andere derartige Volksgenossen gibt, die sich nicht scheuen, das Banner der Freiheit, für das Hunderte von Kämpfern gefallen und Zehntausende verletzt worden sind, zum Klosettfenster herauszuhängen. Dies ist geschehen während der ganzen Dauer der Olympia-Beflaggung und auch schon vorher bei den Feiern des Dritten Reiches an einem Hause der Eisenbahner-Neubausiedlung. An dieser Stelle ist natürlich auch interessant zu fragen, auch wenn man es leider nicht beantworten kann, ist das jetzt wirklich ein unbedachter Umgang desjenigen gewesen oder ist es tatsächlich ein Statement gewesen? Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, ja, okay, Eisenbahner-Neubausiedlung, also vielleicht durchaus eine gestandene, standesbewusste Arbeiterschaft, ist es nicht undenkbar, dass also hier, wenn schon geflaggt werden musste, dass die Hakenkreuzfahne aus dem Klofenster gehangen wird. Ja? Denn letztendlich, man konnte sich ja dadurch ein bisschen rausreden, was wollt ihr? Ich habe geflaggt, wo ich das rausmache, ist ja vielleicht noch meine Sache. Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, ob das jetzt, wie gesagt, ungewollt war oder gewollt, können wir leider nicht beantworten. Aber das ist natürlich durchaus amüsant, wenn man das liest. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich nun den Vortrag so genannt habe, wie ich ihn genannt habe. Und das möchte ich im letzten Beispiel dann doch nochmal aufklären. Ein Leser beschwerte sich 1935 über den Ansager eines Dresdner Theaters. Dieser hatte in einer Bemerkung die Frauen der SA-Männer bedauert, da sie während des vielen Sturmdienstes, ja, also des Dienstes der SA, dass sie während des vielen Sturmdienstes des Mannes immer allein zu Hause sei. Sein Witz gipfelte in dem Ausspruch, ja, ist jetzt leider ein bisschen schwierig, das alles war, das alles auf seine Seite, also man muss quasi so lesen, ja. Und dann geht es hier, die Frau immer allein zu Hause säße, weil der Mann eben in der SA wäre und Sturmdienst hätte. Er müsse stürmen, jeden Abend stürmen, von einem Lokal ins andere. Nun bin ich zwar kein Humorkritiker, das überlasse ich dem guten Hans Menz monatlich in der Titanic, aber als Historiker empfinde ich den Witz als sehr gelungen. Denn einerseits zeigt es die Sicht von erheblichen Teilen der Gesellschaft an, die in den SA-Männern oder zumindest in einem Teil von ihnen weiterhin die biertrinkenden politischen Hooligans der vergangenen Jahre sah. Und andererseits deutet er gleichzeitig den Bedeutungsverlust der SA im NS-Machtgefüge seit 1934 an. Natürlich sah dies der Schreiber des Briefes anders, denn eins haben nun mal alle Diktaturen gemeinsam, nämlich die vollkommene Abwesenheit von Selbstironie. Ich möchte zu einem kurzen Fazit kommen. Die im Freiheitskampf veröffentlichten Leserbriefe sprachen meist Alltagsfragen und Problemchen an. Sie dienten jedoch auch zur Disziplinierung der Bevölkerung, indem immer wieder Fehlverhalten von Volksgenossen und Parteigenossen angeprangert wurden. Dadurch, dass die Kritik von Leserinnen und Lesern vordergründig und nicht vordergründig durch die Zeitung selbst oder Parteidienststellen geäußert wurde, sollte der Anpassungsdruck erhöht werden. Wenn die angeprangerten Personen oder Gruppen außerhalb der Volksgemeinschaft standen, suggerierte man den angeblichen Volkszorn in den Briefen und auf der Straße,
dem von offiziellen Stellen nun nachzugeben sei. Für die Geschichtswissenschaft sind die Briefe der Leserschaft interessant, da sie in Teilen einen anderen Blick in den Alltag gewähren als das Propagandabild, das im restlichen redaktionellen Teil der Zeitung gezeichnet wurde. Ich hoffe, dass ich Ihnen und euch den Wert der Leserbriefe sowohl als fachlicher als auch vielleicht ein wenig aus unterhaltsamer Sicht näher bringen konnte. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank dir für diesen super spannenden Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage schließt gleich an ein Fazit an. Also du hast uns ja die Funktion dieser Leserbriefe für diese NS-Tageszeitung sehr deutlich gemacht. Ich frage mich noch, welchen Stellenwert hatten denn die Leserbriefe für die Leserinnen und Leser oder für die Bevölkerung allgemein? Also in der NS-Zeit kenne ich mich nicht so aus, aber wir kennen das aus der DDR. Es gab Eingaben, in der sozialistischen Tschechoslowakei ging es sogar noch weiter, da wurden direkt Briefe an den Präsidenten adressiert und das war sogar sehr üblich. Die Leute begriffen das als ihr Recht und vielleicht auch ihre Bürgerpflicht, Missstände zu melden. Also die Frage von der Leserinnen- und Leserseite dieser Zeitschrift, inwiefern haben Sie es als wichtig und als Ihre Aufgabe auch empfunden, Leserbriefe zu schreiben? Und die zweite Frage, die geht eher in die Richtung, wie sich der redaktionelle Umgang mit Leserbriefen so über die Zeit geändert hat. Ihr habt ja nun einen recht großen Zeitrahmen, ich glaube 15 Jahre, aber vielleicht auch so darüber hinaus. Also wie ist der Umgang mit den Leserbriefen im Freiheitskampf zeitgenössisch einzuordnen im Vergleich zu anderen Zeitschriften, aber auch wie hat sich der Umgang mit diesen Leserbriefen über die Zeit verändert? Danke. Mhm. Also Frage 1, ja, also diese für die sozialistischen Länder ist das ja mit den Eingaben und so weiter doch noch ein ganzes Stück besser untersucht als für den Nationalsozialismus. Aber ich denke, dass es doch relativ ähnliche Funktionen erfüllte und auch durchaus für die Leserinnen und Leser ähnliche Funktionen erfüllte. Es zeigt ja schon diese schiere Menge, was ich vorhin sagte, die der Stürmer bekommen hat. Also wenn man Tausende Zuschriften pro Woche bekommt. Das hatte natürlich auch was mit dem Stil des Stürmer zu tun, ne? Und dass der Stürmer natürlich auch besonders an die niedrigsten Instinkte der Leserinnen und Leser appellierte. Aber es ist sicherlich nicht abwegig zu glauben, dass das bei den anderen Zeitungen ähnlich gewesen ist. Und auch hier, ja, es zeigt sich ja aus ganz vielen Briefen schon eine echte Empörung der Briefschreiber. Und dass sie hier also durchaus auch ihre Aufgabe sahen, diese vermeintlichen Missstände, wie klein und groß sie eigentlich gewesen sind, doch irgendwie abzustellen. Und dass es hier doch noch, und zwar nicht nur bei den Volksgenossen, sondern eben auch bei den NSDAP-Mitgliedern, durchaus Verbesserungsbedarf gab. Ja? Das sieht man schon erheblich. Also ich würde denken, dass das doch durchaus vergleichbar gewesen ist. Und das sieht man ja auch an den Briefen, die direkt an Hitler oder an andere Parteidienststellen geschrieben wird. Das ist ja dann vielleicht eher das Eingabewesen, vergleichbar mit dem Eingabewesen. Auch das, da wurden sich mit Dingen an Hitler gewandt, mit den persönlichen Problemchen, ja, und allem Möglichen. Also das finde ich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen bin ich immer wieder auf solche Briefe gestoßen, wo sich am Ende dann an Hitler gewandt wurde und so weiter und so fort. Natürlich meistens mit wenig Ergebnis, aber das scheint schon vergleichbare Ausmaße gehabt zu haben. Und der zweite Punkt, wie hat sich der Umgang mit Leserbriefen entwickelt? Also es verändert sich natürlich auch in dem Maße, in dem sich die Zeitung selbst verändert. Also dieser Zeitraum quasi 1930 bis Hitler Kanzler wird, hat der Freiheitskampf natürlich eine ganz andere Funktion und geriert sich auch wesentlich anders als später. Also hier versteht er sich wirklich noch als Kampfblatt und da werden auch die Leserbriefe dementsprechend, die da wesentlich seltener vorkommen, aber da werden Leserbriefe halt einzeln eingesetzt, um wirklich Skandale der Systemzeit nochmal herauf zu beschwören bzw. öffentlich zu machen.
Es gibt dann quasi, werden Leserbriefe als Werbemittel für den Freiheitskampf benutzt, indem ständig irgendwelche ehemaligen Abonnenten des Dresdner Anzeiger oder einer anderen Zeitschrift sozusagen die Kündigungsschreiben auch noch mit an den Freiheitskampf geschickt haben und nun gesagt haben, ja, also Mensch, ihr berichtet doch gar nicht mehr neutral, warum man sich dann für eine parteiische Zeitung entscheidet, macht zwar auch keinen Sinn, aber das ist sozusagen das Narrativ, das erzählt wird, also das ist, da finden wir nicht mehr unsere nationalen Interessen vertreten, deswegen lesen wir jetzt nicht mehr einen Dresdner Anzeiger, sondern wir lesen jetzt den Freiheitskampf. Ja. Und machen das öffentlich. Also da wird es einfach als Werbemittel eingesetzt. Ja? Als sozusagen Zeitung, die Wahrheit in dem Sinne jetzt noch spricht. Wie gesagt, das ändert sich dann nach 1933 und hier werden jetzt Leserbriefe eben wesentlich systematischer veröffentlicht. Wie gesagt, in dieser speziellen Rubrik Fragen und Briefe an den Freiheitskampf. Und dann haben wir wirklich quasi eine einseitige Rubrik in der Sonntagsausgabe, wo also jetzt hier wirklich, und das sind ganz oft banale Sachen dabei, im ersten Moment. Na, wenn natürlich nach Kochrezepten gefragt wird und das Ding wird veröffentlicht, dann hat das natürlich auch einen Hintergrund, in dem jetzt natürlich ein Rezept genannt wird, was Lebensmittel beinhaltet, die auch verfügbar sind und die Leute essen sollen. Ja, und das hat natürlich auch mit dem Vierjahresplan zu tun und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch wirklich Sachen, die der politischen Sphäre wahrscheinlich entbehren. Wie gesagt, die Skatrunden. Also wir amüsieren uns auch immer, was dafür Fragen sozusagen in der Skatrunde gestellt wurden. Und wie hitzig da offensichtlich gestritten wurde, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hatte und wie das nun zu werten sei. Sowas gibt es natürlich auch. Und dann haben wir eben diese besonderen, sage ich jetzt mal, von denen ich ja jetzt eine Auswahl vorgestellt habe. Es gibt noch wesentlich mehr, die halt wirklich für uns interessanter sind. Wie gesagt, mit 39 oder mit Kriegsbeginn hört das Ganze dann wieder auf, die Rubrik verschwindet und man setzt dann auch nur noch wieder sehr selten auf Leserbriefe. Aber dann haben sie doch meistens den Ton, also jetzt in der Kriegszeit, also ich erinnere mich jetzt an einen Leserbrief aus 1943, da schreibt eine Hausfrau, also jetzt in Friedenszeiten, ist auch ganz interessant, in Friedenszeiten können wir die Politik irgendwie den Männern überlassen, so in dieser Krisenphase sind wir jetzt aber auch gezwungen, mehr oder weniger uns mit politischen Sachen auseinanderzusetzen. Und jetzt ist aber nicht die Zeit, um hier rumzukritteln, um über irgendwelche Sachen zu meckern, sondern jetzt, wir müssen positiv sein. Und auch wenn unsere Männer nach Hause kommen, müssen wir positiv sein und nicht noch sozusagen mit unseren persönlichen Problemen die Männer belasten, die dann wieder an die Front müssen. Ja. Das mit den Rissen in der Propaganda ist ja sehr interessant, weil man ja so ein bisschen davon ausgehen kann, dass die gezielt ausgesucht werden, also 50 Leute schreiben mit irgendeinem Problem, wo die Leute dann merken, okay, unsere Propaganda krittelt. Wir nehmen mal einen so einen Leserbrief und geben die Gegendarstellung. Ne? Und sozusagen fixen die Propaganda wieder, damit die Leute denken, dass alles okay ist. Was jetzt interessant wäre, also das ist schon mal interessant, aber was jetzt auch nochmal interessant wäre, ob diese Falschheit der Leserbriefe irgendwie thematisiert wurde und ob irgendwann mal Leserbriefe abgedruckt wurden, in denen es darum ging, also in denen sozusagen der Freiheitskampf selbstreferenziell antworten musste, um klarzustellen, dass die ihre Leserbriefe nicht fälschen oder sowas oder nicht propagandistisch arbeiten. Ja, nee, also die sind uns zumindest noch nicht untergekommen. Das würde mich aber schon ein Stück weit überraschen. Sozusagen auf dein erstes Beispiel bezogen, ja, vielleicht hat man es tatsächlich auch mal so was Kritisches eingeworfen, was zumindest indirekt, und das war ja bei dem Wohnungsbau, da wird ja nicht die NSDAP kritisiert oder da wird nicht der Wohnungsbau als staatliches Vorgehen an sich kritisiert, erstmal kein Wort
davon drinsteht, sondern es ist ja erstmal was Indirektes. Das kriegen nur die bewussten Leser, die aufmerksamen Leser vielleicht mit, dass das jetzt irgendwie nicht zu dem passt, was ich in den 20 Ausgaben vorher gelesen habe und dem jede Neubausiedlung hochgefeiert wird. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man es bewusst macht, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Dass man so eine gewisse kritische Öffentlichkeit, kritische Auseinandersetzung simulieren möchte, kann ich nicht ausschließen, aber auf der anderen Seite fällt es mir relativ schwer, das zu glauben. Wir haben ja eine ziemlich konkrete Presselenkung. Ja. Die gibt es vom Propagandaministerium in Berlin sozusagen. Es gibt Pressekonferenzen, da werden Sprachregelungen rausgegeben. Da wird gesagt, über dieses und jenes Thema soll bitte gar nicht berichtet werden oder vielleicht nur lokal dies betrifft. Das gibt es dann nochmal auf sächsischer Ebene runtergebrochen, gibt es das auch nochmal mit Presseanweisungen und so weiter. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man aus diesen Presseanweisungen nicht ausbrechen konnte, denn es gab keine Zensur, also keine vorherige Zensur, sondern es wurde dann immer nur gesagt, okay, das war jetzt schlecht, so einen Artikel nicht bringen, zum Beispiel. Allerdings sind wir in diesen Presseanweisungen, bei diesen Ermahnungen sozusagen, sind mir noch nie Leserbriefe untergekommen, dass es irgendwie kritisiert wurde, dass bestimmte Leserbriefe veröffentlicht wurden. Ich müsste noch mal genauer nachschauen, ob das vielleicht so eine Rubrik ist, die tatsächlich so ein bisschen unter ferner Liefen gewesen ist und nicht so überwacht wurde, wie vielleicht die Berichterstattung im politischen Teil natürlich. Also das ist ja, wäre ja ein klarer Unterschied zu dem, was es heute gibt, ne? Weil heutzutage hat man in Kommentarspalten ganz viel Diskussionen darüber, ob das jetzt reale Menschen sind oder Bots. Mhm. So, ne? Ja. So. Ja. Deswegen, also die Historikerinnen und Historiker beneide ich nicht, die sich dann irgendwann mal zukünftig erstens mit diesem Sumpf auseinandersetzen müssen. Aber genau, das ist natürlich der Unterschied auch zu heute, dass das natürlich einfach schon durch die Menge natürlich was ganz anderes ist. Und auch wenn natürlich in diesen Kommentaren selbst immer suggeriert wird, ja, man wird ja hier zensiert und wenn man sieht, was dann doch alles da durchkommt, ist das ja doch alles meistens nicht so dramatisch, die Zensur. Ist eine spannende Frage, die ich nicht final beantworten kann, weil uns natürlich auch da wieder so ein bisschen andere Quellen dazu fehlen, durch die man das absichern müsste. Das ist natürlich das große Problem. Aber eine spannende Frage ist es. Nee. Leider, also zum Bestand vom Freiheitskampf, also es gibt den Zeitungsbestand, aber einen Bestand zum Verlag an sich gibt es nicht. Es gibt ein Bild- und Textarchiv, das ist aber eher eine lexikalische Sammlung. Und das ist es im Großen und Ganzen. Maren nochmal? Ja, ich möchte da trotzdem nochmal nachhaken. Ich weiß, das ist etwas gemein aufgrund der Quellen, die dir zur Verfügung stehen. Also eine Frage, die leichter zu fragen als zu beantworten ist. Was wissen wir über die Personen, die diese Briefe geschrieben haben? Weil die Leserbriefe sich ja nicht selbst schreiben. Und was können wir über die Redakteure erfahren, die die Leserbriefe ausgewählt haben? Und ich will gar nicht so sehr in die Richtung gehen, wer hat denn wirklich diese Briefe geschrieben und aufgrund welcher Kriterien wurden diese Briefe ausgewählt, sondern was zeigen uns denn die Inhalte, die ihr in der Datenbank jetzt erschlossen habt, darüber, wie die Zeitung entschieden hat? Also welches Bild der Schreiberinnen und Schreiber wollten die uns in der Zeitung vermitteln? Ist das ein ausgewogenes? Schreiben Männer und Frauen? Schreiben Kinder? Also du hattest dieses Beispiel vom 10-jährigen Kurt. Also eher, welches Bild sollte uns denn da vermittelt werden? Das würde mich interessieren. Ja, also du sagst ja selbst schon, ist natürlich an vielen Stellen schwer zu beantworten, aber zumindest auf das Letzte kann ich ein bisschen was sagen, weil das, da kann man sich wirklich ein Bild verschaffen. Also es werden auch immer Männer und Frauen, was heißt gleichberechtigt, das kann man gar nicht nachziehen, es sind oft ja nur
Namenskürzel, also wirklich nur die Initialen. Es ist schon davon auszugehen, dass es überwiegend Männer sind. Bei manchen, ich glaube, ich hatte es auch in einem Beispiel, da stand auch Frau A. B. was weiß ich. Ja? Und wenn Frauen oder Kinder schreiben, dann sind das natürlich zu Themen in erster Linie, die zumindest der NS-Staat uns als Frauen- und Kinderthemen verkaufen möchte. Also natürlich schreiben die Kinder zum Beispiel, dass sich doch die Eltern keine Sorgen machen müssen über die HJ-Sommerlager. Da ist eine tolle Essensversorgung, sie haben super viel Spaß gehabt, war auch immer ein Arzt da und so weiter. Die Frauen, da ist eben ganz viel zur NSV. Da sind Fragen zur Mutterschaft, zur Hauswirtschaft. Das sind dann sozusagen die Fragen, die von Frauen veröffentlicht werden. Und so muss man es ja letztendlich sagen. Ja, wir können nicht wirklich nachvollziehen, was von wem wie stark bearbeitet wurde. Ne? Und alles andere ist wirklich schwierig zu sagen. Ne? Also nach welchen Kriterien wurde das Ganze ausgewählt? Erscheint mir doch alles ein bisschen zu diffus. Also aus den Quellen, die wir haben. Nee, ich glaube, ja. Micha, erst oben. Ich glaube. Und die zweite Frage wäre, kann man eine vergleichbare Situation von Problemen heute irgendwo in Zeitungen auch unter der Leser oder Kommentare irgendwo finden? Also ja, es gibt zumindest digitalisierte DDR-Zeitungen in der sogenannten CEFYS-Datenbank, also ZEFYS. Da sind verschiedene Zeitungen aus DDR-Zeiten digitalisiert worden. Das, was wir hier machen, ist ein Stück weit anders, weil das funktioniert dort auch mit einer Volltexterkennung, was natürlich ganz nett ist, was bei uns durch die Frakturschrift und durch die schlechte Qualität der Digitalisate, für die wir nichts können, kaum möglich ist. Deswegen haben wir eben einen anderen Ansatz gewählt, indem wir quasi nicht einfach Volltexterkennung draufhauen und der Nutzer dann damit leben muss und damit arbeiten muss, sondern wir machen natürlich den ersten Filterschritt in gewisser Weise, dass wir eben, sag ich mal, Artikel raussuchen, die einfach irgendeinen Sachsenbezug haben. Die kommen in die Datenbank, die werden mit Metadaten versorgt und so weiter und so fort. Und ich kann dann quasi über unsere Datenbank suchen. Das ist was es so in der Form für keine DDR-Zeitung gibt. Aber wie gesagt, über diese CEFYS-Sache, da gibt es digitalisierte DDR-Zeitungen. Und jetzt habe ich während des Sprechens Ihre zweite Frage kurz vergessen. Kann man die Zeitung Freiheitskram heute anhand der Leserbriefe mit heutigen Zeitungen und Leserbriefen und Kommentarspalten vergleichen? Und in dieser Frage, wird die öffentlich gefördert, die Zeitung heutzutage, oder ist es eher verkaufsbasiert? Das ist natürlich ein weites Feld. Ich versuche es natürlich mal ganz kurz zu machen. Also natürlich gibt es Zeitungen, die, sage ich jetzt mal, vielleicht thematisch, also nicht nur thematisch, sondern einfach auch methodisch ähnlich agieren. Aber ganz brutal ist natürlich, wie gesagt, immer dieser Vergleich zum Stürmer. Also wirklich dieses vulgär-antisemitische, das ja selbst vielen Nationalsozialisten extrem unangenehm gewesen ist. Ne? Und diese Streichersache, also das ist ja eigentlich auch lustig, dass der Stürmer auch im Nationalsozialismus mehrfach verboten wird, einfach weil die Geschichten so vollkommen aus jeglichem Geschmack fallen. Der Freiheitskampf versucht zumindest nach 1933 auch irgendwie bürgerliche Kreise, auch ehemalige Arbeiterkreise irgendwie zu integrieren. Das ist die Aufgabe der NS-Zeitung, der meisten NS-Zeitungen nach 1933. Nicht mehr nur Krawall, auch das gibt's, aber
eben auch integrierend wirken. Und mit den Methoden, mit denen gearbeitet wird, das ist im Zeitungsgewerbe, glaube ich, immer, wenn man jetzt mal komplett vom Inhalt gelöst, ne, das glaube ich immer, das gab es davor ähnlich, das gab es im Freiheitskampf ähnlich und es gibt natürlich auch Zeitungen, die heute ähnlich arbeiten. Ja. Und natürlich sind Zeitungen immer darauf angewiesen, ein Stück weit, und da ist es eigentlich egal, ob sie quasi gefördert werden auf einer Seite oder selbst sozusagen wirtschaftlich sein müssen, sie brauchen immer ein Argument und Verkaufen ist ein Argument. Ja, Verkaufszahlen sind ein Argument, Klickzahlen sind ein Argument. Und da werden natürlich Methoden, Techniken angewandt, die man schon sicherlich in vielen Zeiten ähnlich beobachten kann. Aber das ist weites Feld, ganz schwierig, da eine konkrete Antwort zu geben. Also, ich glaube, eine Frage war noch. Ja, Sie hatten ja ab und zu mal den Stürmer angesprochen und da waren ja die Zahlen der Leserbriefe auch bekannt. Also wurden die von dem sozusagen aufgehoben oder woher weiß man das? Ja, also es gibt tatsächlich da einen relativ umfangreichen Bestand. Da ist sogar ein relativ 300-400 Seiten Buch dazu entstanden in den 80er Jahren wieder. Das heißt Lieber Stürmer. Und da das beschäftigt, dieses Buch beschäftigt sich ausschließlich mit den Leserbriefen, die an den Stürmer geschickt wurden. Das ist analytisch nicht immer super, aber man kann einen sehr guten Überblick gewinnen, sozusagen wie der Stürmer auf seine Leser einwirkte und wie die Leser sozusagen dem Stürmer neue Gruselgeschichten liefern konnten, weil der Vorteil war ja dort, die konnten wirklich vollkommen erstunken und erlogen sein. Also da gab es keinen Faktencheck. Ja? Da wurde einfach irgendeine Gruselgeschichte geschrieben und wenn die passte, ab in die Zeitung. Okay, damit wir nicht weiter in Verzögerung geraten und Malte mich noch böse angucken muss, würde ich sagen, machen wir einen Wechsel. Vielen Dank nochmal.